Danke. Was tust du da? Ich mag dich sehr. Gehst du auf ein Date mit mir? Was? Meinst du das ernst? Ich hab euch gesagt, sie fällt darauf rein. Du denkst, du kannst tun, was du willst, nur weil du reich bist? Ja. Das wirst du bereuen. Manager? Ja. Gibt es ein Problem hier? Sie hat mich geschlagen. Geschlagen? Mr. Chase, das tut mir wirklich leid, das ist inakzeptabel. Du bist gefeuert, Trish. Aber er hat mich vor allen Gästen gedemütigt. Keine Ausnahme. Der Kunde hat immer recht. Und du bist nicht der Kunde. Also, bitte, Trish. Mr. Chase, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das wird nie wieder vorkommen. Ist alles okay? Hey, Chase. Alles gut? Geht's? Es schien, als wäre meine Welt zusammengebrochen. Er sticht! Hilfe! Plötzlich musste ich diesem verwöhnten Typen auch noch das Leben retten. Oh mein Gott. Danke. Fahr zur Hölle. Warte. Ich will mich bedanken. Ich sagte, fahr zur... Nein, warte, bitte. Das war nicht richtig. Ich gebe es zu. Also hast du jetzt deinen Wunsch frei. Mein Name ist Trisha. Und das ist der Beginn meiner Liebesgeschichte. Nur einen Wunsch? Du bist der Sohn eines Multimillionärs, aber benimmst dich wie ein Geizhals. Okay. Drei Wünsche. Gut. Mein erster Wunsch ist, dass du mir dieses Restaurant kaufst. Easy. Du bist ab jetzt der Boss hier. Was? Mein zweiter Wunsch... Oh, nein. Du arbeitest für mich als Kellner. Den ganzen Monat. Komm schon, Babe. Hab ich's mir gedacht. Du bist nur ein Großmaul. Was gibt's da zu lachen, ihr Idioten? Sie hat recht, Mann. Ich bin kein Großmaul. Du erteilst mir also eine Lektion? Deal. Ich krieg das locker hin. Bezweifle ich. Den dritten Wunsch hebe ich mir auf. Ich war so wütend, dass ich diesem reichen Snob einfach eine Lektion erteilen wollte. Ich wusste nicht, dass ich mir selbst eine Falle stellte. Ich erwartete einen müden und ausgelaugten reichen Typen. Aber stattdessen... Meine Kunden lieben mich. Ich bin ein guter Kellner, nicht so wie du. Wirklich? Dann bedien mich. Oh, nein, das bringt doch nichts. Hast du vergessen, dass du hier Kellner bist? Hab ich nicht, aber ich muss zu meinen echten Kunden. Ich wollte diesen reichen Snob wirklich bestrafen. Aber das Karma war schneller als ich. Tut mir leid, Leute. Der beste Kellner hat heute Schicht. Heute kein Trinkgeld für euch. Ups. Was habe ich dir getan? Ich bin Kellner, genau wie ihr. Wie wir? Du lebst von deinem Daddy. Schon vergessen, wie du uns behandelst? Seit Monaten? Wir nämlich nicht. Thank you.
Ja, Madame? Diese Pasta ist kalt. Die kommt direkt aus der Küche. Das ist nicht möglich. Wirklich? Dann iss sie doch selbst. Chase. Chase, entschuldige dich sofort. Sie hat mich gerade gedemütigt. Es reicht. Sie ist die Kundin. Sie hat immer recht. Du bist nicht der Kunde. Also entschuldige dich bei ihr. Es tut mir leid, Madame. Darf ich Ihnen ein neues Gericht bringen? Mir vergeht der Appetit. Bei so viel Selbstgefälligkeit. Schau, was du getan hast. Das ist deine Schuld. Los jetzt. Wisch das alles auf und zieh dich um. Chase. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Chase arbeitet als Kellner. Na, mach doch einfach und schick es jemandem. Oh, oh, oh. Seine Eltern wollten, dass ich ihn heirate. Es ist unglaublich. Da ich oft von reichen Gästen gedemütigt wurde, entschied ich, für ihn einzustehen. Sie können hier nicht filmen. Wie bitte? Wieso? Weil ich das sage und das mein Restaurant ist. Raus jetzt. Oh, wie süß. Die Bettler stehen für dich ein, Chase. Oh, dein Daddy ist bestimmt stolz auf dich. Hey, ich wollte nur... Ja, hast gewonnen. Ich wollte an dem reichen Typen Rache nehmen. Stattdessen sah ich plötzlich den verletzlichen Menschen hinter der Maske. Hey, weißt du, ich habe beschlossen, ich ziehe dir die $100 nicht ab. Was für $100? Wovon redest du da? Die Lady, die kalte Pasta hatte, hat nicht bezahlt. Ist das wegen der Rechnung? Nein, es ist nicht wegen der... Ich wollte einfach ein harter Kerl sein. Und respektiert werden, mich selbst respektieren, aber schau mich an. Ich hab Pasta im Haar. Komm schon, das passiert eben. Deine Freunde lieben dich nicht für dein Geld oder dein Geprahle. Doch, nur dafür. Geld, Status, Protzen. Du magst mich auch nicht. Was habe ich schon? Gar nichts. Die Maske des reichen Jungen fiel endlich ab. Und ich sah ihn plötzlich so, wie er wirklich war. Es tut mir leid, wie ich dich behandelt habe. Du verdienst was Besseres. Und die Pasta in meinem Haar habe ich wirklich verdient. Ja, ein paar tausend Leute haben das gesehen, also bin ich zufrieden. Wir sind quitt. Und in diesem Moment habe ich es gespürt. Zwischen uns hat es gefunkt. Komm mit mir. Nein, mein Arbeitstag ist vorbei und ich bin müde. Also lässt du mich einfach ganz alleine zu Abend essen? Was? Aber du kannst mich nicht ausstehen, oder? Ich hasse reiche Typen. Aber mit einem ganz normalen Kellner kann ich gut umgehen. Auf geht's, Hübscher! Wir hatten Spaß und lachten die ganze Nacht. Es gab keine Grenzen zwischen uns. Kein Geld, kein Status. Dieser neue Typ war so cool, dass ich nur noch bei ihm sein wollte. Darf ich dich küssen? Natürlich nicht. Weil ich wieder wie ein reicher Typ aussehe? Nein. Ich küsse Jungs nicht beim ersten Date. Erst recht nicht, wenn ich sie gerne habe. Okay. Also, dann sehen wir uns wohl morgen, Boss. Willst du einen Kaffee vor der Schicht? Okay.
Natürlich wollte ich ihm sagen, dass er nicht weiter als Kellner leiden musste. Er hatte seine Lektion ja verstanden. Wie falsch ich doch lag. Chase, die Party ist vorbei. Es ist Zeit zu... Hey, Süße. Was tust du denn hier? Ich genieße einen vorhochzeitlichen Martini. Wie bist du reingekommen? Okay. Hör zu. Du hast den Laden nur wegen dem Geld von Chases Vater. Und sein Vater will, dass wir heiraten. Also treffen weder du noch Chase irgendwelche Entscheidungen hier. Verstanden? Also, so läuft das jetzt. Chase! Niemand fragt dich. Dein Vater hat sich bereits entschieden. Und du heiratest mich. Richtig. Chase! Chase, warte! Nicht nötig! Chase! Was ist los? Wir sollten aufhören mit diesem ganzen Spielchen. Auch wenn ich mich ändern wollte, meine Herkunft, meine Familie würde das niemals zulassen. Chase, sieh mich an! Nein, das will ich nicht. Wir sollten uns nicht wiedersehen. Ich werde dich nur verletzen. Bitte warte doch mal! Woher hast du das? Ich habe das Restaurant verkauft. Wieso? Damit wir jetzt zum Flughafen können und uns Tickets auf eine einsame Insel kaufen können. Wir gehen irgendwo hin, wo niemand von uns reich oder arm, Kellner oder Boss ist. Wir gehen hin, wo wir wollen. Wir sind zusammen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey! Hör zu! Ihr gehört dieses Restaurant nicht mehr. Sie ist nur eine Kundin und du bist noch Kellner. Also Chase, zurück an die Arbeit. Mr. Smith? Die Kundin will mit mir wegfliegen auf eine einsame Insel. Also, sie hat noch einen dritten Wunsch. Und der Kunde hat immer recht, also. Viel Spaß. In diesem Moment wurde mir klar, dass es egal ist, ob man arm oder reich ist. Die Liebe wird immer die vereinen, die füreinander bestimmt sind. Diejenigen, die bereit sind, wirklich alles für die Liebe zu geben.